Ich frage dich, was liebst du? Ich frage mich, ob du einen Mann hast. Ich frage mich, wie siehst du wohl aus, wenn du was anhast? Klar, die hat deinen deutschen Ausweis gezeigt, aber der sieht doch was ganz anders aus. Ja, meine Damen und Herren, ich bin nicht nur Ossi, ich bin sogar Fern-Ossi. Mein Name ist Fern-Ossi. Sagt er dann zum Beispiel, ja, mal so, Freund Trainer, ja, komm mit nach Hause, will ich mal auf die faule Haut legen? Ha, da ist die Einkaufen. Hören Sie übrigens dieses Klavier? Das ist E-Dur, aber sagen wir mal, mit Akzent. Wenn Sie jetzt bitte mal ganz spontan ausrasten könnten, ist das möglich? Du lebst hier in Europa. Wie es ist, gibt es einen Kulturunterschied? Ich sag mal, ja, es gibt es. Und das kann man mit einem einzigen Satz klarstellen. In Europa sagen die Leute, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. In Indien wir sagen, Dinge, die mir widerstreben, verschiebe ich auf das nächste Leben. Also mir okay, kleiner Mann. Wenn du deinen Vater so frech angucken kannst, dann bekommst du von deinem Vater ein Wiegenlied für Kinder, die ganz schwer einschlafen können. Schön laut die Musik. Guten Abend, gute Nacht. Ich hab das nicht schon ausgemacht. Verbiete die Bär. Nicht mehr.